Ja, und weiter geht's hier mit Sichler Haushaltsgeräten, die uns allen das Leben, wirklich auch zu Hause und die Hausarbeit, erleichtern. Und wir möchten uns heute über Flächen sprechen, die man nicht so gern reinigt. Ich spreche vor allem von Fenstern, von Wintergärten, vielleicht sogar von Solarpanelen. Und wir werden Ihnen hier Hilfsmittel zeigen für all die, die das trotzdem gerne mit Handarbeit, aber Unterstützung machen. Und im zweiten Teil der Sendung haben wir auch etwas für all die, die sagen, nee, wenn, möchte ich gar nichts mehr machen, ich will das machen lassen. Das können Sie auch mit den richtigen Geräten. Aber beginnen tun wir händisch. Und du hast hier, ich sage jetzt mal, ein kleines Wunderhilfsmittel in der Hand. Oh ja, ich liebe es. Ich bin absoluter Fan von diesem Akku-Fenstersauger, der nicht alleine für Sie im Lieferumfang mit enthalten ist, sondern schon mit einem praktischen Sprühfläschchen und einem Teleskopstab, sodass Sie da auch wirklich schön auch nach oben kommen können, wenn Sie zum Beispiel mal so große Fensterflächen haben, zum Beispiel in Form eines Wintergartens. Dann ist das der ideale Helfer zum kleinen Preis. Und ich finde es einfach nur genial, weil es so herrlich einfach funktioniert. Selbst wenn Sie händisch Ihre Fensterflächen oder glatten Oberflächen reinigen wollen, dann geht das damit richtig, richtig gut. Wenngleich, und Sie werden es vielleicht wissen, wenn Sie uns ein bisschen länger verfolgen, ich natürlich auch Fan bin von diesen automatischen Helfern, zu denen wir später kommen. Aber erstmal zu diesem Wundergerät. Ich finde es fantastisch für den Preis und finde, das ist ein Muss, wenn Sie händisch Fenster reinigen, weil es hiermit so leicht geht. Wir haben hier einen Akku-Fenstersauger und Sie sehen, wir haben hier eine Mikrofaserseite. Das heißt, wir können hiermit richtig schön schrubben, wenn nicht sogar polieren und im Nachhinein die Feuchtigkeit von der Reinigungsmittellösung ganz einfach hiermit abziehen und gleichzeitig einsaugen. Das heißt, die Fensterbank, wie wir sie hier haben im Studio, die bleibt in Zukunft trocken und die Ergebnisse überzeugen einfach. Das muss ich Ihnen direkt jetzt hier mal zeigen, weil es funktioniert so herrlich gut. Ich habe jetzt hier vielleicht auch ein bisschen Glasreinigerkonzentrat drin. Haben wir Ihnen später im Verlauf der Sendung auch noch mitgebracht. Sollen Sie unbedingt auch dazu bestellen. Aber das sprühen Sie jetzt ganz einfach auf die Fensterfläche auf. So würden Sie das natürlich herkömmlicherweise auch machen. Ne? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und sprühe mal ein bisschen viel. Ist ja alles gar kein Problem. Ich wische jetzt im ersten Schritt natürlich mit dem Mikrofaserpad, aber das will ich Ihnen gar nicht zeigen. Ich will Ihnen zeigen, wie hocheffektiv der Sauger ist und wie schön sauber und streifenfrei ich diese Fläche wieder trocken bekomme. Aufgepasst, ich drücke auf den Knopf und dann ziehe ich ganz normal hier die Fläche ab. Und Sie sehen sofort, alles wird hier eingesaugt. Sehen Sie den Unterschied? Ohne Streifen kann ich jetzt bis hier unten hin arbeiten. Schauen Sie sich diesen Unterschied an. Hier ist komplett trocken. Keine Streifen und hier ist noch alles nass. Ich würde mal sagen, ich mache direkt fertig. Aber also, schauen Sie mal, dieser Unterschied, das ist der Wahnsinn. Im Normalfall hätte ich jetzt einen Liter Wasser auf der Fensterbank, wo ich dann wieder reinigen muss. Hier nicht. Und das ist enorm. Das begeistert mich schon wirklich. Jetzt sage ich mal, du kommst hier an dieses Fenster ganz, ganz locker dran, ja, ohne auf Leitern zu stehen. Aber selbst bei höheren Fenstern muss man mit diesem Gerät eben auch nicht auf Leitern stehen. Auf Leitern stehen, habe ich nur gehört. Sorry, ja, du musst nicht auf Leitern stehen. Du hast eine Verlängerung. Du kommst ja, genau, auch richtig hoch. Ja. Wenn es mal ein Wintergarten ist, wo ich händisch gar nicht bis da hochkomme, keine Leitern, einfach Teleskopstab. Genau, richtig. Kannst du hier ganz einfach ranklippen, einmal drehen, zack, hast du hier die Verlängerung. Die brauche ich hier bei dem Fenster natürlich jetzt nicht. Mhm. Aber diese Option hast du auch. Das finde ich ja so wunderbar hier dran, dass du auch in der Höhe arbeiten kannst, aber dieses Ergebnis überzeugt. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie viel Zeit Sie sich sparen, wenn Sie so einen genialen Fenstersauger haben. Und ich verrate Ihnen was, ich habe schon mehrere von diesen Fenstersaugern ausprobiert. Es gab mal irgendwann wirklich so eine Trendphase, da haben alle gesagt, Fenstersauger brauchst du. Und dann habe ich das ausprobiert und habe festgestellt, Fenstersauger ist nicht gleich Fenstersauger. Dieses Modell, vertrauen Sie mir, ist top. Also das ist wirklich das beste Modell, was ich bisher in der Hand hatte, was zuverlässig funktioniert, streifenfrei funktioniert und einfach zuverlässig hier die ganze Scheibe wunderbar trocken zurücklässt, ohne Streifen. Also das fasziniert mich hier dran. Also gerade die Gummilippe, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass die so gut konstruiert ist, wie sie es hier ist, auch in dieser Breite. Und Sie können mit einem Gerät hier komplett Ihre Fenster reinigen in 0, nichts, in der Wahnsinnsgeschwindigkeit. Das ist der einfache Helfer. Jetzt hier bei uns bei Pearl TV zum super günstigen Preis
müssen Sie sich nach Hause bestellen. Ja, schauen wir mal kurz auf pearl.de, auf den regulären Preis. Da sind wir bei knapp 50 Euro. Sie bekommen ihn für 39,99 Euro. Und ist Ihnen gerade da, der Blick von pearl.de, ist Ihnen gerade aufgefallen, dass sich Rebecca komplett in der Fensterscheibe gespiegelt hat? Das nenne ich mal spiegelnder Glanz. Und Sie haben gesehen, auch hier ohne große Anstrengung. Die Bestellnummer für diesen Akkufenstersauger mit übrigens einem Teleskopstab, der 1,20 Meter lang ist, wo man also wirklich hochkommt, ja, ist die NX9063 und die 569. Jetzt haben viele von Ihnen mittlerweile, und man sieht das ja immer, wenn man mit offenen Augen durch die Straßen fährt, Solarpanel. Ja, und Solarpanel sollten auch ab und zu mal, nicht täglich, nicht wöchentlich, aber ab und zu mal gereinigt werden, um eben die Effektivität zu bewahren, damit man auch wirklich ohne Verlust seine Solarenergie nutzen kann. Jetzt hast du uns einen sogenannten Waschbesen mitgebracht. Genau. Und der ist eigentlich prädestiniert, um sowas mal auch wieder ohne große körperliche Anstrengung zu reinigen. Ja, also ist auch für die gesamte Terrasse, für den gesamten Gartenbereich ein wunderbarer Helfer, aber natürlich auch bei Solarpanelen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier den Waschbesen, auch mit ordentlich guten, harten Kunststoffbürsten. Sie kennen das, wenn Sie mit Bürsten unterwegs waren, schon auf der Terrasse. Das ist wichtig, dass diese Bürsten auch eine gewisse Härte haben, aber ohne die empfindlichen Solarpaneele zu schädigen. Das haben wir hier nicht. Und was Sie jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennen mögen, ist, dass wir hier so kleine Auslässe haben, so kleine Löchlein. Und das ist das Geniale. Ich kann hier in einem Arbeitsschritt meine Flächen mit Wasser benetzen und gleichzeitig schrubben. Beides in einem Schritt. Der Schlauch ist übrigens auch noch für Sie im Lieferumfang mit enthalten. Das ist ein super genialer Gartenschlauch. Der kommt mit zu Ihnen nach Hause mit 5 Meter Länge, dehnt sich aber aus, sobald Wasser durchströmt, auf eine Länge von bis zu 15 Metern. Ideal, ums Platzsparen zu verstauen, aber wunderbar, um hier zu arbeiten. Ja. 7 auf 20 Meter, entschuldigen Sie, das ist noch mehr, was Sie hier bekommen. 20 Meter, die Sie da überbrücken können. Und also gerade das ist so ein Fall, da hat sich jeder schon abgemüht und sich gefragt, wie soll ich das denn jetzt idealerweise sauber machen? Du, schonend auch für Naturstein oder Fliesen, natürlich, also überall. Aber gerade mit Solarpanelen, die ja immer mehr kommen. Viele mühen sich da ab, aber ich glaube, mit dem Verlängerungsstab hast du keine Probleme, auch ohne großen Aufwand da mal dran zu kommen. Schlauch ganz einfach ins Wasser rein und dann geht's. Ich könnte mir das auch vorstellen, der ein oder andere möchte mal das Wohnmobil ein bisschen sauber machen oder das Vordach. Das geht so natürlich auch wesentlich effektiver, weil das Wasser, und Sie verzeihen, dass wir das im Studio nicht zeigen können, aber da das Wasser gleich richtig in der Menge, die Sie wollen, rauskommt. Auch hier haben Sie einen TV-Sonderpreis, 39,90 Euro. Und natürlich ist immer das Platzproblem auch. Aber ich finde das genial mit dem Schlauch. 7 Meter lang, unter Wasserdruck verdreifacht er sein Volumen und seine Länge. Was wir nicht verdreifachen, ist der Preis. Nein, den reduzieren wir noch ein bisschen. Wir schauen mal gemeinsam auf pearl.de. Und da sehen wir 53 Euro, was für diese Kombination schon ein herausragend günstiger Preis ist. Aber Sie sind so clever und schauen Pearl TV. Sie bekommen es für 39,99 Euro. Also schon allein der Gartenschlauch wäre mir der Preis wert. Also das ist hier wirklich noch ein gewinnbringendes Extra, was natürlich hier im Lieferumfang mit enthalten ist, mit einem ganz normalen herkömmlichen Verschluss, den Sie auch kennen, den Sie brauchen für die herkömmlichen Wasseranschlüsse. Und damit können Sie ideal Ihre Solarpaneele säubern, Ihre Terrasse, vielleicht auch mal Gartenmöbel, die ein bisschen gröber daherkommen, wo Sie da auch richtig schrubben können. Sie sehen hier auch in der Vorschau bei pearl.de, Sie können den Stab in der Länge variieren. Ich finde es super, dass wir hier die Schaumstoffpolster auch haben. Also das heißt, du kannst da richtig schrubben und richtig schön zu Werke gehen mit diesem wunderbaren Waschbesen. So einfach, aber so genial. Übrigens auch schön, wenn man mal die Rollläden putzen will, weil die sehen ja auch oftmals aus. Uiuiuiui. Damit geht's einfach. Die Bestellnummer für diesen Waschbesen inklusive dem 7 bzw. 20 Meter langen Schlauch ist die ZX8387 und die 569. Der Preis 39,99 Euro. Sie denken bitte dran, das ist natürlich wieder exklusiv für Sie Ihr TV-Sonderpreis. Jetzt weiß ich aber, der ein oder andere sagt, nee, Fenster oder was anderes oder Solarpanel, Hände sputzen ist nicht meins. Ich bin vielleicht auch körperlich gar nicht mehr in der Lage.
Berge und irgendwo hochklettern will ich auch nicht mehr. Ich möchte das machen lassen. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, eine Firma zu engagieren oder sich eine Putzhilfe für zu Hause zu suchen, die das immer wieder macht, was man hat. Es sind ganz einfach immer wiederkehrende Kosten und man muss sich fremde Leute ins Haus holen. Und deshalb hat sich zum Beispiel auch Rebecca für die andere Alternative entschieden. Sie lässt es machen, aber ohne fremde Leute ins Haus zu holen, und zwar mit einem solchen Fensterputzroboter. Wir haben die zwei absoluten Spitzenmodelle von Hobot heute hier in der Sendung. Und Hobot ist für mich einer der Weltmarktführer, wenn es allgemein um Haushaltsroboter geht. Die sind also auch für Böden, für Wischen, für Saugen zuständig. Aber hier zeigen wir Ihnen die zwei Spitzenmodelle, wenn es um Fensterputzen bzw. ebene Flächenputzen geht. Ja, aber wunderbar, dass du uns da so einen Überblick gegeben hast, weil genau das macht für mich diese Technik aus. Ich möchte da das Beste vom Besten haben, was die Technik uns hergibt. Ich möchte zuverlässige Ergebnisse haben. Und das liefert Hobot ganz einfach, weil die auch eine Expertise haben in sämtlichen Haushaltsbereichen, wie Sie gehört haben. Und da setze ich sehr, sehr gerne drauf. Also auch Saugroboter und Wischroboter sind bei mir einfach Standard im Haus, genauso wie solche Haushaltshelfer, wenn es um die glatten Oberflächen in der Vertikalen geht. Also beispielsweise das Fenster, beispielsweise das Solarpanel. Und das kostet Sie nur noch einen Knopfdruck in Zukunft, diese ganzen Flächen reinigen zu lassen, und zwar ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, ohne dieses Leid im Vorfeld, oh Gott, wann kann ich mich denn motivieren zum Reinigen? Nee, das lassen Sie jetzt ganz einfach übernehmen, und zwar vom Profi. Und wenn ich sage Profi, dann meine ich auch Profi, weil der ist mit allen möglichen Technik-Highlights ausgestattet, sodass auch Solarpaneele gar kein Problem sind. Auch wenn die hier ohne Rahmen daherkommen, haben wir ja hier auch Fullscreen-Technologie, ne? Rahmenfrei. Und das wollen wir auch zuverlässig reinigen lassen, das geht. Ich zeige Ihnen das sofort hier. Setze ihn ganz einfach an, schalte ihn an und dann hören Sie jetzt schon, der fängt an, hier einen Unterdruck aufzubauen, sodass ich meine Hände weglassen kann, sodass ich versuchen kann, ihn abzunehmen. Geht nicht. Ich drücke auf Start und jetzt fängt er an, sich über die Fläche zu bewegen, wie von Geisterhand, und die Fläche mit Reinigungsmittellösung zu benetzen von zwei Seiten hier, bevor er dann mit dem Mikrofaserpad drüber wischt. Und Sie sehen, hier oben am Rand oder auch an den Ecken und Kanten, da ist kein Rahmen. Und trotzdem fährt er hier nicht über die Fläche hinaus, sondern die Lasersensoren, die hier auch noch mit verbaut sind, die sorgen dafür, dass er ganz genau weiß, wo diese Fläche endet. Und das sehen Sie jetzt hier perfekt. Zack! Und er geht wieder zurück. Das heißt, er ist auch intelligent und kennt seine Putzwege sehr, sehr gut, berechnet die sehr gut, sodass keine Fläche, kein Fleck hier ungereinigt bleibt. Kleiner Verweis zu einem späteren Produkt. Wir kommen später noch zu einem Photovoltaik-Reiniger-Konzentrat, damit Sie diese Fläche auch entsprechend adäquat behandeln können. Mit Reinigungsmittellösung können Sie dann auch hier einfüllen. Nur schon mal, dass Sie Bescheid wissen, dass Sie hier nochmal in der Sendung dranbleiben, auch wenn Sie sich jetzt schon für dieses Modell entschieden haben, weil Sie sehen, wir brauchen nichts mehr machen. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr hingucken. Wir können jetzt der Gartenarbeit zum Beispiel nachgehen, ne, und können da die Blümchen schneiden, alles, was uns mehr Spaß macht, machen, während der hier die leidige Tätigkeit übernimmt. Und das mit einer unglaublichen Leichtigkeit, wie wir gerade sehen. Und wir sehen es, wir könnten jetzt wirklich Kaffee trinken oder Ähnliches, aber Solarpanel ist natürlich nur ein Beispiel. Übrigens haben wir das gerne aufgenommen als Tipp eines Kunden von uns, und das ist einfach super, weil ich damit die Effektivität bewahre. Hauptaufgabe im Haushalt wird aber sein, ebene Flächen, also Glasflächen, genau. Spiegelflächen, ja, vielleicht auch den Wintergarten oder Ähnliches zu reinigen, und das geht ja genauso problemlos. Und ich finde, ich persönlich finde jetzt Fensterputzen nicht nur lästig, sondern es ist im Normalfall eben auch gefährlich. Spätestens dann, wenn ich auf Hilfsmittel steigen muss, oder unangenehm, spätestens dann, wenn ich auf die Knie muss, um eine Terrassentür zum Beispiel auch ganz unten zu reinigen. Und auch das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich keine Risiken mehr eingehen muss und natürlich auch diese Bequemlichkeit habe. Ja, und vor allem auch diesen Luxus habe, immer in perfekt sauber geputzte Fenster oder durch die Fenster durchblicken zu können, in einen glasklaren Spiegel schauen zu können.
das ist der Hoteleffekt, den Sie sich da mit nach Hause holen. So nenne ich das immer. Im Hotel genieße ich das immer sehr, dass da alles so wunderbar sauber ist. Und das haben Sie hier, diese Ergebnisse. Gerade wenn wir beim Hotel bleiben, natürlich wird da viel, viel regelmäßiger gereinigt, als wir das zu Hause machen. Und natürlich kann ich das auch bei jedem verstehen, das geht mir nicht anders, dass man solche Haushaltstätigkeiten gerne nach hinten aufschiebt, weil es keinen Spaß macht, weil man ja auch nicht dafür bezahlt wird. Nein, es ist einfach super lästig. Aber hiermit ist es wirklich realistisch, dass Sie diesen Hoteleffekt sich nach Hause holen, dass Ihre Fenster, ja, wenn Sie wollen, jeden Tag gereinigt werden könnten. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich würde sagen, alle 2 Wochen reicht hier vollkommen aus. Aber die Fenster, die bleiben sauber, weil Sie sie jetzt regelmäßig reinigen lassen können, weil Sie sich eben nicht abmühen müssen, sich nicht anstrengen müssen, sich nicht motivieren müssen und auch niemanden teuer bezahlen müssen, den Sie sich nach Hause holen, der das dann verrichtet, die Arbeit, wo Sie ja auch vielleicht auch immer so ein Auge drauf haben wollen. Oh, macht er das jetzt richtig? Macht er das so, wie ich mir das wünsche? Hat er jetzt da Streifen hinterlassen oder nicht? Das alles sind Fragen, die sparen Sie sich mit so einem Gerät. Ich finde es fantastisch und Sie sehen hier, Sie haben dann wie bei Schaufenstern einfach perfekt saubere, glänzende Fenster, durch die Sie durchschauen können und wo Sie sich keine Gedanken machen müssen. Wenn da nur ein bisschen Dreck dran zu sehen ist, lassen Sie den Fensterputzroboter die Magie übernehmen und einfach hier drüber wischen. Ich finde es ja auch fantastisch, dass wir hier diese Roboter überhaupt vertreiben dürfen in Deutschland, dass wir diese Chance und Gelegenheit auch haben, Ihnen das zum TV-Sonderpreis anzubieten, weil wir sprechen hier von Top-Technik. Die habe ich in vielfacher Hinsicht ausprobiert von Hobart, gerade auch was die anderen Haushaltsroboter angeht. Und ich verlasse mich da sehr, sehr gerne drauf. Ja, was jetzt noch aussieht wie ein Hauch von Luxus, wird meiner Meinung nach über kurz oder lang natürlich Selbstverständlichkeit. Ich möchte nur erinnern an Waschmaschinen oder Geschirrspülmaschinen. Oh ja. Und ich weiß, dass es damals, das war aber noch vor meiner Zeit, die ersten Waschmaschinen gab, haben viele Hausfrauen gesagt, nee, ich wasche weiter mit meinem Waschbrett. Ja? Heutzutage gibt es niemand mehr, meines Wissens, der Wäsche mit dem Waschbrett wäscht, sondern in jedem Haushalt ist eine Waschmaschine. Und ich sehe großes Potenzial bei eben unseren Haushaltsrobotern, Fensterputzrobotern, dass es irgendwann mal genauso ist. Oder Geschirr waschen. Natürlich waschen wir auch mal Kleinigkeiten mit Geschirr. Einmal über den Spiegel wischen kann ich auch noch händisch, ohne große Anstrengung. Mhm. Aber wenn es dann mal ans große Putzen geht, dann habe ich die Hilfe durch den Geschirrspüler. Und der dürfte auch mittlerweile in fast allen Haushalten gang und gäbe sein. Und irgendwann wird es auch mal so weit sein, dass eben ein Fensterputzroboter so selbstverständlich ist wie die Waschmaschine und die Geschirrspülmaschine. Und es gibt mit Sicherheit noch viele andere technische Errungenschaften, die uns den Haushalt leichter machen und dementsprechend auch für mehr Freizeit und mehr Lebensqualität sorgen. Wenn Sie sagen, das ist mein Modell, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer, die ZX7080 und die 569. Und Sie bekommen ihn natürlich auch hier wieder zum absoluten Hammerpreis, zum TV-Sonderpreis exklusiv für Sie. Und hier sehen wir Rebecca an ihrem großen Panoramafenster. Und das ist ja auch wichtig, wenn du da Streifen drin hast oder wenn das nicht sauber ist, ja, dann ist man einfach unzufrieden. Man schaut ja tagtäglich raus und im schlimmsten Fall schauen die Nachbarn auch ans Fenster und sagen dann, Mensch, da Ihr Fenster könnten Sie auch mal wieder putzen. Wenn Sie eine solche Hilfe haben, ist das auf keinen Fall der Fall. Jetzt habe ich von den zwei derzeit besten Modellen gesprochen. Jetzt kommen wir zur Neuheit 2024. Und da setzt Hobart wirklich nochmal eine Schippe obendrauf. Ja, also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich war total begeistert, als ich dieses Gerät das erste Mal in den Händen halten durfte. Der Hobart S6 Pro aus dem Jahr 2024. Das ist ein richtiges Schmuckstück, wenn es um diese glatten Oberflächen geht. Sie sehen, vom Design her ist das jetzt sehr ähnlich, im ersten Moment zumindest. Wir haben 2 Reinigungsmitteltanks, wir haben die automatische Sprühfunktion, wir haben auf der Rückseite hier auch wieder diese super genialen Mikrofaserpads.
Das unterschätzt man oftmals, aber selbst bei Mikrofaserpads, da steckt schon eine Technologie dahinter. Aber ich zeige Ihnen jetzt direkt im Einsatz, was hier die Neuerung ist im Vergleich zum ersten Modell. Sie werden es wahrscheinlich direkt erkennen und sehen können. Im ersten Moment ist es genau gleich wie bei dem vorherigen Modell. Ich schalte den ganz einfach an. Er baut Unterdruck auf, spricht auch noch mit mir, begrüßt mich. Und dann geht die Fahrt los. Und da sehen wir jetzt, wie hocheffektiv dieses Modell, das neueste Modell von Hobart, jetzt arbeitet. Der wischt nicht mehr nur, der schrubbt richtig. Der schrubbt und poliert mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Das sind wie so Zuckungen, die Sie hier sehen. 4 mm Zuckungen nenne ich es jetzt mal. 600 Bewegungen pro Minute. Das sind 10 Bewegungen in der Sekunde. Das ist fantastisch. Das heißt, wir sprechen hier von noch besseren Ergebnissen. Und gerade wenn es um hartnäckigeren Schmutz geht, dann ist dieses Modell hier hocheffektiv unterwegs. Aber zugleich schonend. Das wollen wir ja auch. Gerade wenn wir von den Solarpanelen sprechen, die wir ja schon angesprochen haben, die können Sie natürlich selbstverständlich damit genauso richtig schrubben lassen. Und damit wird auch hartnäckiger Schmutz im Nu beseitigt. Sie sehen, der macht alles hier auch wieder vollautomatisch richtig intelligent. Ralf, würdest du das hinkriegen, was der hier für eine Leistung hat? Also ich habe es gerade im Kopf durchgedacht. Also hier mit beiden Händen 600 Schwingungen pro Minute oder Hin- und Herbewegungen. Nein, würde ich ganz sicher nicht schaffen. Und selbst wenn, nach einer Minute wäre ich so fertig, dass der Feierabend angesagt wäre. Hier ist es gar kein Problem. Und jetzt wird also nicht nur befeuchtet und gewischt, es wird wirklich geschrubbt. Ja. Das ist das innovativste und neueste Modell. Und auch hier sind wir wieder froh, dass wir dieses neue Modell von Hobart hier exklusiv bei uns vorstellen können. Und auch noch wieder zum TV-Sonderpreis. Denn ich möchte Ihnen hier auch mal kurz die unverbindliche Preisempfehlung von Hobart nennen. Die liegt bei 799 Euro. Meiner Meinung nach zu Recht, weil man hat ja nie mehr irgendwelche Arbeit oder Kosten. Ein bisschen Reinigungsmittel noch dazu. Aber da ist die Grundflasche, die erste Ausstattung schon dabei. Wir werden Ihnen nachher auch noch zeigen, wie man das mit Konzentrat auch wirklich nochmal diese Kosten minimieren kann. Aber hier, wie er arbeitet, das ist schon unglaublich eindrucksvoll. Ja, guck mal, wie er sich hier jetzt hocharbeitet und wirklich jede Fläche reinigt und schrubbt. Und das ist nicht das Einzige. Der hat noch eine geniale Art und Weise, das Fenster auch langfristig sauberer zu halten. Oder die glatte Oberfläche, weil er hier die statische Elektrizität neutralisiert. Was bedeutet das? Naja, Ihr Fenster hat so eine statische Elektrizität, die förmlich den Staub und den Schmutz, der in der Luft umherfliegt, nur so anzieht. Das ist wie ein Magnet. Was macht der? Der neutralisiert diese statische Elektrizität. Das heißt, auch die Ergebnisse sind langfristiger. Ihr Fenster bleibt länger sauber. Und hier sehen wir mal, dass wir hier von einer jahrelangen Expertise sprechen. Das ist die Bandbreite von den erfolgreichsten Produkten, die Hobart auf den Markt gebracht hat, die auch wir sehr schnell lieben gelernt haben hier bei Pearl TV. Unsere Kunden natürlich auch, die viel schon zugegriffen haben, und das ist jetzt wirklich die Spitze der Innovation, die Hobart immer wieder aufs Neue auf den Markt bringt. Es ist faszinierend, dass sie sich einfach nicht entmutigen lassen und nicht zufrieden geben, sondern immer noch mal eins oben drauf setzen wollen. Und das ist das Beste für mich, wenn es um diese glatten Oberflächen zu Hause geht. Jetzt haben wir hier Solarpanel gesehen im Studio und Glasscheiben. Und dabei wäre es übrigens egal, ob das eine kleine ebenerdige ist, eine Terrassentür oder Dachfenster. Aber der ist ja noch weitaus einsatzfreudiger. Ich kann den ja noch in ganz anderen Bereichen im Haushalt eben einsetzen. Ja, genau, zum Beispiel Spiegelflächen, Solarpaneele hatten wir ja auch schon angesprochen. Also, da werden Sie gerne auch mal kreativ, ne? Wenn Sie zum Beispiel die Duschkabine sich angucken. Ja, die Duschkabine, die will ja auch mal gereinigt und geschrubbt werden, damit auch die Kalkflecken nicht dran haften bleiben. Das geht natürlich genauso. Auch hier haben wir hochwertige Lasersensoren mit verbaut, sodass auch solche Eckfenster, wie wir es gerade sehen, gar kein Problem sind. Auch mal so strukturierte Glasflächen, wie man sie beispielsweise in Hausfluren hat, ne? Diese großen Glaskacheln, gar kein Problem, die Unebenheiten
kann der ausgleichen und sich sicher an diesen Flächen halten. Hier sehen wir mal die ganze Bandbreite, auch gefließte Flächen, ja. Das ganze Badezimmer, die Küchenfliesen, das alles ist gar kein Problem. Die schrubbt er und befreit er nicht nur von Schmutz, von Staub, sondern auch mal vom Haarspray beispielsweise, Pollen, wenn wir bei den Solarpaneelen auch wieder bleiben und da über die Effektivität der Solarpaneele sprechen. Also es ist einfach nur genial, nicht mehr nur hocheffektiv diese ganzen Flächen reinigen zu können, sondern vor allem auch langfristig sauber zu halten und auch so reinigen zu können, dass wir sie auch sauber halten, schon allein deswegen, weil wir jetzt viel häufiger mal die ganzen Flächen reinigen lassen. Wenn wir uns nämlich nicht mehr selber abmühen müssen, dann ist es ein leichtes, nur noch aufs Knöpfchen zu drücken. Und dann jedes Wochenende, wenn Sie beispielsweise den Haushaltsputz machen, es ist ja immer noch, was Sie leider viel mit der Hand machen müssen, aber das können Sie sich wenigstens mal abnehmen lassen. Ne? Und da muss ich jetzt auch mal zu den Haushaltsrobotern auf den Boden zurückkommen. Also es ist bei mir ein ganzes Team, was da am Werke ist. Ne? Während ich dann beispielsweise... Was mache ich denn überhaupt noch, wenn ich Oberflächen abstaube, wo ich jetzt hier Fensterbänke zum Beispiel... Ich kenne ja deine Ausrüstung da. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du dir einen Kaffee machst, einen Kuchen daneben stellst. Dann lässt du deinen Bodenputz-Wischroboter laufen und deinen Fensterputzroboter. Und dann setzt du dich hin, trinkst Kaffee und isst Kuchen. Und das ist dann deine Hausarbeitszeit. Ja? Und die Spülmaschine läuft auch noch und die Waschmaschine läuft auch noch. Okay, also das haben sie sich doch verdient. Das ist so eine Vorstellung. Natürlich haben wir immer noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Aber ich finde, Lebensqualität ist das, was wir uns mit solchen Geräten nach Hause holen. Und das ist das Innovativste derzeit. Und auch hier bekommen Sie den TV-Sonderpreis 379,99 Euro. Übrigens, beide Roboter sind sofort ab Lager lieferbar, kommen natürlich auch porto- und versandkostenfrei zu Ihnen mit entsprechendem Zubehör, mit Ersatzpads, mit der Reinigungsflüssigkeit, die ebenfalls schon dabei ist, mit der Fernbedienung und. Die Bestellnummer für unser Spitzenmodell, für den modernen Fensterputzroboter von Hobart, das ist die ZX7563 und die 569. So, und jetzt am Schluss dieser Sendung möchten wir Ihnen noch ein paar Reinigungskonzentrate zeigen, einmal für Glas, aber auch gleich für Solarflächen. Ja, das ist ein Glasreinigerkonzentrat, was ich Ihnen als erstes mitgebracht habe. Das sind 500 Milliliter, die da zu Ihnen nach Hause kommen. Sie können das aber für 5,5 Liter Reinigungsflüssigkeit letztlich nutzen, weil Sie das ja auflösen entsprechend, wenn nicht sogar noch mehr. Sie werden mit der Zeit herausfinden, wie viel Reinigungsmittel oder Reinigungskonzentrat Sie tatsächlich brauchen. Also das ist sehr ergiebig, perfekt für alle Glasoberflächen. Das am besten direkt mit dazu bestellen, wenn Sie Ihre Gläser, Glasflächen reinigen lassen wollen oder auch von Hand reinigen. Ne? Ich habe Ihnen ja ganz am Anfang mein Lieblingsprodukt, wenn es um das händische Fensterputzen geht, mitgebracht. Da sollten Sie das auf jeden Fall für den Preis dazu bestellen. Und kostet gerade mal 5,69 Euro. 500 Milliliter, wie gesagt, mit 1:10 zu verdünnen. Und die Bestellnummer hier ist die PV8696 und die 569. Und da unsere Fensterputzroboter ja genau dosiert sprühen, würde ich sagen, dort im Einsatz halten die in Anführungsstrichen eine Ewigkeit. Ja. Aber bei Solarpanelen sollte man besonderes Putzmittel verwenden und auch das hast du uns mitgebracht. Auch hier ein Reinigungskonzentrat, genau abgestimmt auf diese empfindlichen Oberflächen. Ne? Wie gesagt, wir wollen ja schonend reinigen, wir wollen den Wirkungsgrad der Solarpaneele erhalten und das bedeutet, dass wir auch materialschonend arbeiten wollen und das tun wir hiermit. Können Sie übrigens auch für alle anderen empfindlichen Oberflächen nutzen. Auch das ein Konzentrat, was Sie verdünnen dürfen, bei hartnäckigen Verschmutzungen aber auch pur nutzen dürfen. Wenn Sie es verdünnen, können Sie da auf bis zu 20 Liter Reinigungslösung rauskommen. Je nachdem, wie Sie es brauchen, benutzen Sie das, aber da haben Sie ordentlichen Vorrat da mit einem Liter insgesamt. Ja, und ein Liter Konzentrat speziell für Solarpanel für 15,19 Euro machen Sie, glaube ich, meiner Meinung nach nichts falsch. Die Bestellnummer hier ist die PV9355 und die 569. Jetzt haben wir Ihnen gezeigt, wie auch Fensterputzen erträglich und einfach werden kann mit unserem Akkusauger zu Beginn, von dem ich schon mal beeindruckt war, wenn man gar nicht so viele Fenster hat, wenn man sich körperlich noch in der Lage fühlt. Mhm. Unseren Waschbesen für auch Solarpanel oder Wintergärten ohne Probleme von außen oder vollautomatisch die beiden Spitzenmodelle von Hobart, einem der Weltmarktführer, wenn es um Haushaltsroboter geht. Jetzt sind Sie dran. Holen Sie sich diesen Helfer nach Hause und Sie holen sich nicht einen
Elektrogerät, sondern meiner Meinung nach mehr Lebensqualität. Machen Sie es so wie viele vor Ihnen und dann viel Spaß damit.